Wir reden heute mal wieder übers Gut riechen. Es gibt heute mal wieder einen Larisse-Duft und zwar die 117 soll riechen wie YSL Libre. Kennst du den Duft? Wir sprechen heute drüber. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute über Parfum. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe vor einiger Zeit mal bei Larisse bestellt und heute sprechen wir mal über die 177 soll wie YSL Libre riechen. Ich kenne das Original nicht, ich weiß aber, wie nahe diese Parfums an das Original rankommen. Also ich habe ja auch Proben hier, bin übrigens über Proben dann zu den Düften gekommen, kann ich euch nur empfehlen, weil bei jeder Bestellung, wo ihr bei Larisse bestellt, bekommt ihr nämlich nochmal Duftproben dazu. So lernt ihr die ganzen Düfte kennen. Und die 177 habe ich auf eigene Faust bestellt, weil die Beschreibung mir irgendwie gut gefallen hat. Ich habe mich von dem Süß gar nicht abbringen lassen. Ich bin so jemand, ich mag mehr so pudrige Sachen, also wo alles drin ist so ein bisschen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich blumig mag. Also steht da nicht so auf die Beschreibung, die ihr auf der Homepage findet, ich finde das nicht hundertprozentig korrekt, weil so nehme ich das nicht wahr. Zitrusdüfte habe ich wahrgenommen, als ich das jetzt länger nicht getragen habe und jetzt wieder drauf gemacht habe, habe ich irgendwie Grapefruit gerochen. Ich hatte die ganze Zeit so, irgendwie riecht da Grapefruit raus. Jetzt habe ich vorher gesehen, dass das gar nicht Grapefruit ist, sondern Mandarine und dann kommt nämlich Orangenblüte. Wo ist die Grapefruit? Also wichtig sind bei mir wirklich bei Düften Kopfnote, das ist das, was du sofort riechst. Da haben wir Neroli und Mandarine. Mandarine kann ich da jetzt gar nicht unterschreiben, aber dieses Blumige, das riecht man halt schon richtig. Die Herznote ist das, was was sich mit dir verbindet auch so ein bisschen. Marokkanische Orangenblüte, absolut. Schopflavendel, das kann ich auch gar nicht unterschreiben. Wo riecht da Lavendel raus? Jasmin, Sambac und Absolu. Basisnote wäre Madagaskar-Vanille und das finde ich, das riecht man wieder raus. Das ist in einer Konzentration in dem Duft enthalten, wo es einfach so diese blumige Stimmung so ein bisschen softer macht. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein bisschen mit Vanille spielt, und das gerade bei Duftölen beispielsweise in einen anderen Duft mit reingebt, dass ihr so diese Wahrnehmung habt, der Duft wird weicher dadurch. Irgendwann mal überlagert natürlich Vanille wieder, aber wenn man so die richtige Konzentration erwischt, macht es das, was schon da ist, so ein bisschen weicher. Und ich finde, das merkt man absolut. Und Zeder, okay, dieses Holzige rieche ich auch nicht. Aber da muss man halt einfach auch ehrlich sein und eine geschulte Nase haben und die habe ich nicht. Ich habe mal geraucht und diese Wahrnehmung, die so Profis haben, die habe ich halt einfach auch nicht. Also mir passiert es zum Beispiel, wenn ich zu viele Düfte auf einmal rieche, gerade wenn ich mir irgendwie einen Duft aussuche für meine Mutter oder so und dann testet man halt doch auch rum, dann schaltet sich meine Nase irgendwann ab. Ich rieche dann gar nichts mehr so. Ich kann auch gar nichts mehr wahrnehmen. Deswegen braucht es bei mir immer relativ lange, bis ich die Düfte vorgestellt habe. Also ich bin unwahrscheinlich zufrieden mit den Sachen. Habe jetzt insgesamt 3 Larisse-Düfte. Will natürlich neue Marken testen. Bei Larisse bleibe ich jetzt erstmal nicht stehen. Heißt aber nicht, dass ich die Marke überhaupt nicht gerne mag und dass ich dann nie wieder was bestellen werde. Aber ihr wisst ja auch, Parfums muss man halt auch aufbrauchen, weil sie gehen kaputt. Und ein Tipp von mir an euch, das sind ja schon recht durchsichtige Flaschen, sie sind zwar recht basic, ist auf jeden Fall, also da steht die Zahl unten drauf, lasst in der Verpackung, ist die allerbeste Variante, um euren Duft zu schützen, wenn man es nicht in irgendeine Schublade reinpackt. In der Schublade ist es dann auch gut aufgehoben, aber Licht macht halt dann doch viel kaputt. Ich bin super zufrieden mit Larisse, muss ich sagen, aber wie schon gesagt, für mein Format hier auf dem Kanal möchte ich jetzt andere Düfte testen, habe auch schon einiges gefunden, im veganen Dupe-Bereich sogar wieder.
Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Kennst du den Duft? Was trägst du? Vielleicht hast du auch neue Vorschläge zu anderen Marken. Gib mal unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!